Hallöchen. Ich wollte mit euch zwei Boxen aufmachen. Einmal die Brand News Box und einmal müsste es die Kult Box sein. Ich weiß es aber nicht. Steht auf beiden Boxen Brand News Box drauf. Ich hoffe, es ist trotzdem die Kult Box. Ansonsten finde ich es ein bisschen bescheuert, aber ich glaube nicht. Okay. Ist noch alles eingepackt. Ich war erst gerade weg. So. Also ich habe die mir erst gerade geholt. So, ich mache die erste Box auf. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe nicht reingeguckt. Es ist auf jeden Fall die Brand News Box, so wie es aussieht. Ist wieder die Karte mit den Produkten drauf und das Magazin. Okay. Deswegen gucke ich gerade etwas komisch. Okay, also in der Box ist einmal Shio Popcorn Sweet. Dann so ein Pink Grapefruit Mint, so ein 28 Drinks. Ich glaube, ich mach einen Live-Test, oder? Soll ich das nicht trinken? Schinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Grapefruit mit Minzgeschmack. Doch, ich mache einen Live-Test. Okay, wieder etwas Bitteres irgendwie. Habe ich es mit bitter. Es hat aber auch was Schönes, Leckeres im Hintergrund halt. Dieses Grapefruit schmeckt man trotzdem, aber dieses Bittere, Gott. Naja. Dann Reisessig mit Zitronen, Grasnote. Unser Essig des Jahres, besonders mild. Essig kann ich immer gut gebrauchen, vor allen Dingen für Salate. Dann von Tomi Sandwich Creme. Scheint mit Pepperoni zu sein, beziehungsweise mit Chili, nicht Pepperoni. Wow. Fällt mir sogar noch runter. Dann einmal Vasa, traditionell Roggen mit natürlichem Sauerteig. Also so, Knäckebrot. Dann Limette Minze Tee. Früchtetee mit Pfefferminz und Limettenaroma. Neue Sorte, okay. Kann ich auch gut gebrauchen. Dann ein Wasser, so wie es aussieht. Natürlich ohne Kohlensäure. Leider, ich mag eigentlich kein Wasser mit ohne Kohlensäure. Naja, durch 6 vulkanische Gesteinsschichten gefiltert. Von Volvic. Und dann haben wir hier Niederbecker Lübeck Karamell Brownie. Oh, nee. Ja. Lecker, lecker.
Und dann hier ein Warsteiner, herb, alkoholfrei. Doppelt gehopft. Naja, mit Alkohol wäre mir ehrlich gesagt lieber. Aber gut, Wolters ist gut. Dann gibt es hier nochmal Niederbecker Lübeck Classic. Das ist also so Marzipan, glaube ich. Und dann gibt es Bio Porky Bio Bissig Gut. Okay. Och nee. So ein Würstchen, wa? Esse ich, glaube ich, nicht. Nee, das esse ich nicht. Das esse ich nicht. Das verschenke ich. Aber dieses Ding, was ich da gekauft habe, was ich mir in der letzten Box bestellt habe für 2,99, das ist hier nicht bei. Ich dachte, das ist denn in der August-Box. Ja, auf jeden Fall sind das so Marzipan-Sticks, diese Dinger hier. Wo ist das andere? Ja, Marzipan-Sticks. Und kostet 1,10 Euro. 40 Gramm und gibt es seit Oktober 2014. Okay. Entschuldigung. Dann dieses Roggen Knäckebrot. Mensch, das kostet 1,39, sind 235 Gramm und gibt es seit April 2014. Das Popcorn. Goldgelber Mais, langsam und schonend aufgepoppt zu knusprigen Dreiecken mit und verfeinerten leckeren Gewürzen. Die Shio Popcorn sind die neue Art, Popcorn zu genießen. Der leckere, leichte Snack wird gebacken, nicht frittiert, ist frei von künstlichen Geschmacksverstärkern und lädt jeden Popcorn-Fan zum Knabbern ein. Erhältlich in den Sorten Sweet und Sea Salt oder so. Irgendwas mit Sesam und Salz, glaube ich. Okay. Ich bin ja nicht so ein Popcorn-Fan, aber probieren kann man es ja mal. Habe ich den Preis schon gesagt? Nee. 1,79, 110 Gramm, Mai 2014. Seitdem gibt es das. So, dann dieses Würstchen. Plünsch Bio Porky. Leckerer Snack Salami. Okay, ist eine Salami. Verschenke ich. Kostet 89 Cent, sind 25 Gramm und gibt es seit Oktober 2014. Dann der Tee, der Chee, gibt es auch in den Sorten Waldmeister. Oh lecker, wieso habe ich nicht Waldmeister? Und Lemongrass pur. Manno, ich wollte Waldmeister. Na egal. 28 Beute sind drin. Ja, 1,79 und gibt seit Februar 2014. Dann das Warsteiner, je nach Händler, 0,33 Liter seit 2014. Steht aber kein Preis drauf. Steht kein Preis drauf. Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es das schon länger. Dann diese Tobi-Creme, die gibt es auch als Remoulade, Sandwich-Creme, Honig und Senf. Gibt es seit Mai 2014, kostet 1,49 Euro, 225 Mille. Dann das Wasser. Das Wolwig-Wasser kostet 0,55 Cent. 1,5 Liter und seit Juli 2014. Dieser Essig gibt es
seit April 2014, kostet 1,99 und sind 370 ml drin. Und dann dieses Gesöff, was ich nicht mag, kostet 1 Euro, ist 0,25 Liter und Mai 2014. Also seit Mai 2014 gibt es das. Pfui. Bäh. Ja, irgendwie schicken die mir immer sowas Bitteres. Ich mag nicht. So, das war die erste Box. Jetzt kommt die zweite Box. Und die ist etwas schwerer. Ja. Wenn man kein Messer hat, ne? Dann. So, der Le- Wieso habe ich die Brennnussbox zweimal? So war das aber nicht geplant. Ich wollte eigentlich nicht die Brennnussbox zweimal, ich wollte noch die Kultbox. Toll. Und der Tee? Lemongrass pur. Waldmeister auch nicht. Nee, da muss ich anrufen. Das wollte ich so nicht. Nö, da wollte ich so nicht. Ich wollte die Kultbox haben. Och, Mann. Jetzt habe ich die Brennungsbox zweimal. Unglaublich. Ich glaube, ich muss euch das nicht nochmal alles zeigen. Ich gucke aber doch nochmal, ob irgendwas anders ist. Sieht aber eigentlich nicht so aus. Nee. Grapefruit. Warsteiner herb, alkoholfrei. Das Wasser. Nö, also eigentlich ist nur der Tee anders. Das ist ja scheiße. Nee, da muss ich dann nochmal anrufen und Bescheid sagen, dass da ein Missverständnis vorliegt. Ich wollte die Kultbox haben und nicht zweimal die Brennnussbox. Traurig bin. Naja, egal. Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich muss mich noch ausruhen. Ich fahre nämlich heute Abend zu Tim Becker. Das ist ein Puppenspieler, wie Sascha Krammel, nur halt nicht so bekannt wahrscheinlich. Und zu dem fahre ich heute Abend und deswegen muss ich mich noch ein bisschen ausruhen. Ich habe Kopfschmerzen wahnsinnig. Und muss noch eine Tablette nehmen und alles. Ja, deswegen höre ich jetzt auf und laber nicht so viel. Ja. Ansonsten habe ich nicht viel zu erzählen, außer dass ich Jürgen von der Lippe gesehen habe und getroffen und er mir die CD unterschrieben hat. Aber ansonsten habe ich nicht viel zu erzählen. Und wie gesagt, ich muss mich noch ausruhen und so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder was auch immer. Bis dann, tschüss.